Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuschauer hier im Saal und auch draußen. Zu Beginn möchte ich, auch wenn es mir persönlich eher schwerfällt, den Herrn Kollegen Lindner aus der antragstellenden Fraktion zitieren. Der ist gerade nicht anwesend. Das war die Chance, uns durch eine rationale und marktwirtschaftliche Energiepolitik gegen alle Mitbewerber zu profilieren. Es ist unverzeihlich, dass wir sie nicht genutzt haben. Zitat Ende. Und so äußerte er sich gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und warf dem leider immer noch Wirtschaftsminister Rösler Versagen vor. Und diesem Vorwurf an Herrn Rösler können wir uns gerne ohne Vorbehalte anschließen. Unklar bleibt jedoch, was der Kollege Lindner unter einer rationalen Energiepolitik versteht. Liest man den hier vorliegenden Antrag, dann beschreibt der erste Absatz banale Selbstverständlichkeiten und insofern ist durchaus Rationalität zu erkennen. Wenn Unternehmen subventioniert werden, egal ob direkt oder indirekt, dann muss es dafür sachgerechte und europarechtskonforme Kriterien geben. Und es muss regelmäßig geprüft werden, ob die Bedingungen noch erfüllt sind. Wir stimmen daher zu und haben diese Forderung an das Plenum in unserem Änderungsantrag übernommen. Zweifel an der Rationalität kommen jedoch beim zweiten Absatz auf. Die pauschale Herausnahme bestimmter Branchen bei der besonderen Ausgleichsregelung im EEG entspricht nicht den Interessen des Landes NRW, heißt es dort. Wessen Interessen sind aber die des Landes NRW? Die Interessen einzelner Unternehmer? Das Interesse der RWE? Hier sollen uns nach vulgär liberaler Manier wieder einmal betriebswirtschaftliche Partikularinteressen als volkswirtschaftliche Gesamtinteressen angedreht werden. Schauen wir uns doch eine der im Antrag der FDP genannten Branchen genauer an, die nicht pauschal aus der Privilegierung genommen werden soll, nämlich den Bergbau, speziell den Abbau der Braunkohle. Mitten in der Energiewende erlebt ausgerechnet die besonders schmutzige Braunkohle eine Renaissance. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres stieg die Produktion von Braunkohlestrom um 11,7%. Bereits im Jahr 2012 hatte sie um rund 5% zugelegt. Die Bundesnetzagentur prognostiziert in einer kürzlich erschienenen Studie, dass eine Abschwächung oder gar Umkehr dieses Trends nicht abzusehen ist. Geradezu absurd ist, dass ausgerechnet die Braunkohle immer stärker vom erneuerbaren Energiegesetz profitiert. So war im Spiegel online zu lesen, dass laut einem als vertrauliche Verschlusssache deklarierten internen Dokument der Bundesregierung die Rabatte bei der Ökostromumlage für den energieintensiven Braunkohletagebau von 43,5 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 67,6 Millionen Euro in diesem Jahr zulegten. Und das ist ein Anstieg von 55,4% innerhalb eines Jahres. Die Vertraulichkeit begründet die Bundesregierung mit der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses der Tagebaubetreiber. Ich erspare mir mal den Hinweis darauf, was wir Piraten von solcher Vertraulichkeit halten. Die FDP setzt sich in ihrem Antrag dafür ein, dass es genau so bleibt und Herr Lindner fordert zeitgleich rationale und marktwirtschaftliche Energiepolitik. Rationalität, die sich nur einem radikalen Marktliberalen erschließt. Wobei sich die Frage stellt, wie Subventionen eigentlich in das liberale Marktverständnis der Antragsteller passen. Schizoide Argumentationsmuster, verursacht durch Wahrnehmungsstörungen und Realitätsverweigerung. Das sind schon typisch für Sekten, aber das lassen wir jetzt mal. Aus unserer Sicht müssen die Rabatte bei der EEG-Umlage für die energieintensive Industrie alle auf den Prüfstand. Das gesamte System muss neu geregelt werden, im Interesse aller Bürger. Grundsatz muss sein, dass eine Privilegierung, wenn überhaupt, nur in Betracht kommen kann für Unternehmen, die tatsächlich im internationalen Wettbewerb stehen. Und für Rabatte braucht es gute Gründe, zum Beispiel den Nachweis, dass besondere Anstrengungen im Hinblick auf Energieeffizienz unternommen werden. Nur das ist rational im Interesse der Menschen in NRW. Für diese Interessen stehen wir ein. Nicht aber für die Interessen einzelner Unternehmen oder Branchen. Das überlassen wir gerne der Mövenpick-Partei. Dennoch sind wir bereit, das Rationale im Absurden zu suchen. Und deshalb haben wir das Selbstverständliche in unserem Änderungsantrag übernommen und bitten hier um Ihre Zustimmung, auch die der FDP. Und zum Entschließungsantrag der CDU, der ist etwas in Eile gestrickt worden wohl. Da steht nicht drin, dass Sie eigentlich gegen die Energiewende im Land wie im Bund sind. Das haben Sie vergessen, da reinzuschreiben. Und so steht da nichts wirklich Böses und Verkehrtes drin. Also kann man auch diesem Antrag zustimmen, obwohl er ziemlich wischiwaschi ist. Und man nicht so genau weiß, ob mehr Wischi oder mehr Waschi. Es steht, wie gesagt, nichts wirklich Verkehrtes drin. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Rohwedder. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dün. Herr Minister, Sie haben das Wort.